Weil es sich fremde Menschen in einer Wohnung gut gehen lassen, müssen Heidi Matera und Erik Stein wegen Einbruchs ermitteln. Dabei decken sie eine besonders hinterlistige Straftat auf. Was ist denn hier los? So, ruhig bleiben. Mein scheiß Handy. Wo bist du, Junge? Das ist meins. Sie beruhigen sich jetzt mal, Sie kommen mal hier mit. Mann. Hey, bist du ruhig jetzt? Sie bleiben jetzt hier stehen. Was ist denn hier los? Der Arsch will mein Handy klonen. Als ob, Mann. Wo bist du, Junge? Das ist meins. Ja, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, was für ein Handy, worum geht's hier? Ja, mein Handy. Da kriegen Sie nicht. Mats! Was machen Sie hier überhaupt? Mats, komm mal her. Komm. Die Männer bestreiten, den Einbruch verübt zu haben und liefern den Polizisten eine Erklärung, die zunächst sehr unglaubwürdig klingt. Ja, was ist denn hier los? Habt ihr da uns Haare oder was? Eingeladen. Da kam so ein Mädel, hier draußen rum, sagte, ey, meine Leute sind nicht gekommen, ne? Kannst du mal schön essen kommen? Da habe ich gesagt, ach, geil. Da habe ich die Tür aufgemacht, meine Freunde auch eingeladen, weil die haben ja auch schon mal diesen, ne? Aber okay. Sonst nichts. Ja. Das alles, sonst wisst man nichts. Also, warte, Heidi, wir nehmen die mal mit ins Wohnzimmer. Hier ist mir zu eng los. Ja. Vorgehen. So, sie sind Zweiter. So, Chef, du auch und du bleibst ruhig. Sonst gibt's Kasala von mir hier. Wegen der unklaren Situation fordert Heidi Matera einen zweiten Streifenwagen an. Als dann die Melderin auftaucht, wird der Fall noch rätselhafter. Ich bin die Melderin, ich habe sie angerufen. So, ich bin gut. Chef, du bleibst sitzen. Jetzt haben wir mal Klarheit. So. Sie bleiben auch sitzen, sonst gibt's hier echt. So, was ist los? Das ist die Wohnung von meiner Arbeitskollegen. Ja. Sie hat heute Geburtstagsparty gehabt und ich wurde eingeladen. Und da bin ich hierher gekommen und dann habe ich die gesehen. Die kennst du, ne? Nein, nein. Wo ist denn die Kollegin jetzt hier? Ich habe versucht, sie anzurufen. Ja. Sie ging nicht ran und habe sie sofort angerufen danach. Das ist gut. Ja. Sie wissen also nicht, wo sie ist. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich mache mir echt Sorgen, weil. Gut. Gehen Sie mal gerade in den Nebenraum. Heidi, Heidi, hast du schon Verstärkung geholt? Ich habe Verstärkung geholt. Die müssen jetzt gleich kommen. Die Freundin der Melderin wollte heute ihren Geburtstag feiern, ist aber spurlos verschwunden. Bei der Suche nach der Vermissten finden die Polizisten Spuren, die auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hindeuten. Dringend tatverdächtigt die Männer. Wir haben jetzt hier so einen Arbeitsvertrag für unser Wissen von Sven Eicherne. Ja. Keine Ahnung. Arbeitnehmerin ist die Sina. Sina Peschel. Schmuckkästchen ist leer, lag da. So Jungs, mal raus mit der Sprache. Da ist Blut. Ja, habt ihr damit was zu tun? Also, okay. Und hat mich gefragt, ob ich was essen möchte. Ja, und wo jetzt Tacheles hier. Wir haben hier einen Anruf bekommen. Ja, hier wurde eingebrochen. Die auf der Straße hat gesagt, hey, komm rein. Und da hat die, war die voller Blut? Nein. Ja, die hat einfach so gefragt, komm mal hoch. Ja, die hat gesagt, du siehst aus, als wenn du eine lange Zeit nichts gegessen hast. Hab ich gesagt, ja. Und dann wollte sie was Gutes tun und hat gesagt, komm rein. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich schon mal will, dann kann ich auch meine Leute hier einladen. Die Polizisten müssen klären, wer die Männer in die Wohnung gelassen hat. Die Personenbeschreibung wirft allerdings viele weitere Fragen auf. So ein kleines Mädchen kam hier an und hat gesagt, ich darf wie gesagt. Wie sieht denn das kleine Mädchen aus? Braune Haare, so bis hier. Ja, also so die Mädchen, ich weiß nicht, lila oder irgend so eine komische. Ich schätze mal 18 Jahre alt. Sina Peschel, stimmt die Beschreibung? Das ist die Freundin. Ist die auch so? Ja. Ja, also die hat schon längere Haare, aber die hat blonde Haare hier. Nee, braune Haare. Nein, die kam und hat mir auch die Tür aufgemacht. Doch. Nein, sie... Doch. Das, ich war ja hier das drin. Das hat sie doch nie gemacht. Okay, hat sie aber getan. Aber die Beschreibung stimmt ja wohl nicht ganz überein. Nein. Weil wir haben jetzt hier gefunden, einen Arbeitsvertrag. Wer ist denn das hier? Oh. Der Arbeitgeber. Das ist unser Chef. Also das ist komisch, sie hat nichts davon erzählt, okay, dass sie einen neuen Arbeitsvertrag hat. Weil Sina ist ja jetzt hier die Betroffene und sie sind auch angestellt dort. Genau, ja, wir arbeiten zusammen. Was sind die Arbeitskollegin? Ja. Restaurantleiterin. Haben Sie mal einen Ausweis dabei? Also ich habe da mit den Leuten hier gar nichts zu tun. Was machen Sie denn dann hier? Ja, die haben mich eingeladen, deswegen, ja, den sehen Sie ja. Wer hat Sie eingeladen? Jetzt Mädchen mit den langen braunen Haaren. Wie heißt denn das Mädchen? Ja, was weiß ich denn, wie das heißt? Da die Polizisten eine geöffnete und leere Schmuckschatulle gefunden haben, durchsuchen sie die Verdächtigen nach dem Schmuck. Mit Erfolg.
Das ist jetzt ihr Schmuck. Sie laufe gern mit Goldkette und so. Ja, natürlich. Siehst du aus oder was? Ah, ich frag sie mal. Die Kohle. Ja, gut. Aber, ja. So, langsam. Ja. So, mag schön bleiben, ne? So, also, haben Sie sich doch im Bad aufgehalten und dann im Schlafzimmer. Jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, ich bin ins Schlafzimmer gegangen, hab diese Schatulle gesehen und hab zugegriffen. Das war aber ganz schön, das war nicht nett, ne? Ja, ich brauch die Kohle und... Ja, sind aber hier eingeladen, dürfen kostenlos essen. Na ja, gut, das ist eine andere Sache jetzt. So, was ist hier mit dem Blut? Keine Ahnung, davon das weiß ich. Das lag neben nicht. Dem Schmuckkästchen. Keine Ahnung. Das können Sie mir nicht sagen, dass das ich das auf einmal nicht gesehen habe. Nee, ich hab damit nichts zu tun. Ich hab jedes. Zeigen Sie mir mal den Finger. Fuchten Sie mal bitte nicht so mit der Hand rum. Ja. Weiß ich mal. Irgendwie Blut oder so. Nein. So, okay. Also Sie kommen auch mit, ne? Ist ganz klar. Ja. Was sollen die Kacke jetzt? Ah ja, hier, was sollen die Kacke jetzt, ne? Ich brauch Geld. Ja, ich auch, aber ich kann mir das auch nicht leider so nehmen, ne? Und es kommt natürlich jetzt zwei Herden dazu. Wo ist jetzt die Dame und woher kommt das Blut? Ich hab keine Ahnung. Der Mats, der hat uns hier nur reingelassen. Ja. Hier gab's Essen. Haben Sie jemanden erreichen können? Nein, ich kann sie gar nicht erreichen. Ich versuche schon die ganze Zeit. Also wir gehen jetzt nochmal eine Nahbereichsfahndung raus. Also wie groß ist es jetzt ungefähr? So, so wie Sie? So wie ich, ja. Okay. Ja. Da waren noch zwei andere Arbeitskollegen von uns eingeladen auf die Party. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob sie schon davor hier waren. Hatte sie Streit oder irgendwas? War da was? Nein. Mhm. Eigentlich nicht. Und Sie können sich auch nicht vorstellen, dass Sie jetzt mit den Leuten was zu tun hattest? Nein, auch jetzt auf jeden Fall nicht. Nein, ich bin mit dir wirklich schon seit langem befreundet. Okay. Nein. Ja, das Ganze war natürlich schon sehr skurril, weil zum Beispiel die Beschreibung von dem einen Herrn, der sich da gütlich getan hat an dem Buffet, der hat ja auch eine Beschreibung abgegeben, die eigentlich nicht auf die Dame jetzt gepasst hat, die mir suche, die ihn aber angeblich dann eingeladen hätte. Was ist hier los? Wo sind die anderen Gäste? Was soll das? Wir hatten eingeladen. Also großes Rätsel. Da so, hier, was geht denn hier? Kann mal einer von euch kurz hinkommen? Wir gucken mal danach. Kannst du mal kurz hinkommen? Da vorne geht ein Alarm. Da geht ein Alarm. Kannst du mal hier kurz? Ja, klar. Hier, da liegt jemand drin. Scheiße. Sina, das ist doch Sina! Ich sehe hier keinen mehr, Scheiße. Oh. Wenn der Schlag steht links ein. Das ist sie. Das ist die? Das ist sie, ja. Oh Gott! Gut, gleich. Das machen wir. Die Polizisten glauben, dass die Flüchtigen die Frau in das Auto eingesperrt haben und nehmen die Verfolgung auf. Was, du Penner, lass mich los! Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Hand auf den Rücken! Hand auf den Rücken! Scheiße. Hand auf den Rücken! Was willst du, Mann? Warum laufen sie denn weg? Ja! Siehst du doch, ich verprüge doch gerne! Ja. So, Bürger, jetzt ist Ruhe! Bewegen sie sich nicht, sonst tust du noch mehr weh, okay? Hast du? Sind sie ruhig? Ja. Sie kriegen jetzt erst einmal Handschellen dran. Damit sie mich nochmal weglaufen. Wie war denn die Dame, die ja gerade bei Ihnen war? Niemand. Niemand? Jetzt kriegen wir raus, also jetzt raus mit der Sprache. Keine Ahnung. Haben Sie was mit der Dame im Auto da zu tun, die eingesperrt ist? Welche Dame? Welches scheiß Auto überhaupt? So. Richten Sie sich mal so halb auf. Auf den Poppes, genau. Kommen Sie gerade mal her. Kommen Sie gerade mal her. Sind Sie eben weggerannt? So, das linke Bein ausstrecken. Linke Bein, das rechte Bein anwinkeln. Ja, deshalb brennt man nicht einfach so weg. Komm mal so, wir stehen jetzt in einer halbkreisförmigen Bewegung auf drei. Eins, zwei und ruhig, drei. Ruhig jetzt. So, haben Sie was zu tun mit der Dame im Auto? Also, jetzt welche Dame hier? Im Auto? Welches Auto? Wer sind Sie denn? Ich bin Janina. Und warum laufen Sie vor uns weg? Wir haben uns erschrocken, weil da Polizei war. Aha. Die Polizisten vermuten, dass dem Pärchen der Wagen gehört. Als sie den Autoschlüssel bei den beiden sicherstellen, bestätigt sich dieser Verdacht. Nach der Befreiung des Opfers wird klar, wie brutal und skrupellos das Paar vorgegangen ist. Was ist passiert? Die haben mich... Weißt du, ich habe doch meinen Geburtstag gefeiert, weißt du? Ja! Und dann haben die mich... zusammengeschlagen und haben mich in den Wagen geschleppt. Wer ist denn die? So. Haben Sie mal einen Ausweis, bitte? Nee, den habe ich haben oben. Sie mich hier? Also. Sind Sie die Sina? Ja, genau, die Sina okay. Fische. Gut, ja. Sie hatten uns angerufen, ja? Ja, ich habe Sie angerufen. Ja. Sie haben die Party geschmissen? Genau. Ich rufe jetzt alles klar. Ja, mach das mal bitte. Ja, ich habe meine Arbeitskollegen halt eingeladen. Hm? Den Marlon und die Janina und die halt auch. Und ich wollte halt einfach feiern. Marlon und Janina, sind das die beiden, die ja, wir gerade... Ja, das sind die. Ja? Ja.
Und die haben Ihnen das angetan? Ja. Oh Gott. Und dann haben die Sie hier unten eingesperrt? Ja, genau. Die haben mich in den Kofferraum gesperrt und dann bin ich halt da rüber, in der Hoffnung, dass die Alarmanlage angeht. Das Paar hat auf der Party den neuen Arbeitsvertrag des Opfers entdeckt und so von dessen Beförderung erfahren. Missgünstig zettelten die beiden einen gewalttätigen Streit an, fesselten die junge Frau und sperrten sie in den Kofferraum. Wir werden Sie postalisch noch verständigen. Sie müssten dann noch eine Zeugenaussage tätigen. Mhm. Ja, von Ihnen werden wir dann auch noch eine Aussage brauchen. Da holen wir uns dann gleich noch Ihre Personalien. Den Rest machen wir dann beinahe. Ja. Das muss jetzt nicht sofort sein. Holen Sie sich erst einmal gute Besserung. Danke. Und dann kommen wir noch einmal auf Sie zu, ja? Dankeschön. Ja, also ich sage jetzt schon, dicke Hund und unser Katz sind schon ein paar Tatbestände zusammengekommen. Ne? Also erstens natürlich, gut, sie sind jetzt eingedrungen in die Wohnung. Die drei Punkers, sage ich jetzt mal so lapidar, obwohl Punkers mag ich eigentlich, sind ganz locker. Aber natürlich eigentlich uneingeladen. Das wussten sie jetzt. Sie gingen von falscher Tatsache aus. Also von denen kommt jetzt nichts dazu. Aber der eine, der gestohlen hat, das geht natürlich nicht. Na, er darf natürlich nichts aus der Wohnung entwenden. So, dann haben wir natürlich die Freiheitsberaubung und noch die Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Das Ganze war natürlich Vorsatz auf die zwei Flüchtende da. Da kommt noch einiges zu auf die Arbeitskollege. Und mal gucken, vielleicht haben sie auch noch ein Strafverfahren irgendwo im Vorfeld laufen. Also da läppert sich schon ganz schön was zusammen. Mhm.